Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollte ich euch mal einen Kalender vorstellen, den ich mir am Sonntag bestellt habe bei Thalia. Ich habe ihn selbst bei YouTube gesehen in einem Vorstellungsvideo. Kann ich das Video auch gerne in die Infobox verlinken, wo ich das gesehen habe. Und habe mich sofort verliebt in den Kalender. Und ich muss sagen, der erste Eindruck war ja nicht so gut. Also ich finde das Deckblatt jetzt nicht unbedingt so hübsch, aber von innen hat der mir einfach perfekt gefallen. Und ich habe zwar noch einen Planer, der glaube ich bis Ende oder bis Mitte nächsten Jahres geht, aber da ich dann ja eh mit der Schule fertig bin im Juni, dachte ich, ist der trotzdem ganz gut, weil ich dann ja kein richtiges Hausaufgabenheft mehr brauche und habe mir den bestellt. Der hat bei Thalia, ich glaube, so um die 14 Euro gekostet. Den genauen Preis weiß ich jetzt nicht. Und ist halt von Daphne's Diary. Ich meine, dass die sonst Zeitschriften machen, also dass die Zeitschrift auch so heißt. Ich selbst hatte vorher noch nie was von da. Und ja, hier ist auch noch die Seite, könnt ihr auch mal gucken. Ich wollte euch den jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen. Es gibt schon ein paar Videos dazu bei YouTube, die auch ausführlicher sind. Ich mache es jetzt nicht so ausführlich, also könnt ihr da auch nochmal selbst suchen. Hier links ist eine Tasche, könnt ihr irgendwelche Sachen reintun. Und dann das erste Blatt ist so ein Informationsblatt, wo ihr Name, Adresse und so eintragen könnt. Dann sind hier Jahresübersichten von 16 und 18. Und das laufende Jahr halt dann in groß. Dann findet ihr in dem Heft oder in dem Kalender immer wieder Seiten zum Ausmalen. Hier zum Beispiel diese hier. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber finde ich echt ganz cool, dass die sowas halt da reinbauen. Und hier ist dann noch eine aufklappbare Seite für das Jahr 2017. Da könnte man dann Geburtstage oder sowas eintragen. Und hier wird erklärt, wie der Kalender funktioniert quasi. Und ja, also man hat halt so wie bei dem Erin Condren Planer, vielleicht kennt ihr manche von euch, so Spalten und hat dann halt morgens, mittags, abends oder kann es sich einteilen, wie man möchte. Und dann hat man hier unten aber noch so andere Dinge, die erkläre ich gleich nochmal genauer. Und jede halbe Seite ist halt anders gestaltet, was ich halt besonders schön finde. Anderen Seite ist das dann auch nochmal erklärt. Und hier seht ihr halt, da kann man das Menü eintragen und essen und trinken, was man so, also wie viel Obst man isst und wie viel Wasser man trinkt. Und man kann auch den Tag bewerten. Und hier kann man auch sogar noch reinschreiben, was man abends im Fernsehen gucken möchte. Dann gibt es vor jedem Monat immer eine Startseite mit einem hübschen Motiv. Jetzt kommt nochmal eine aufklappbare Seite und das wäre dann für den Monat Januar. Hier ist auch wieder was zum Ausmalen. Und hier beginnt dann die erste Woche, das wäre dann Dezember. Und wie ihr sehen könnt, ist die Gestaltung jeder Seite anders. Und in jeder Woche, also Samstag und Sonntag, teilt sich quasi eine Spalte. Und zwischen jeder Woche ist so ein Zettel. Da steht oben einmal Shoppinglist und To-Do-Liste, finde ich richtig praktisch. Und hier sind dann noch so Linien zum Aufschreiben. Und das ist halt zwischen jeder Seite und ihr seht halt, alles ist immer anders gestaltet. Sehr abwechslungsreich und echt wunderschön. Also hauptsächlich so Aquarellzeichnungen, aber auch etwas moderner, aber auch so geometrische Muster. Und manchmal sieht man halt noch so Verzierungen, die halt drauf gedruckt sind. Und dann beginnt hier der Februar. Hier wieder die Titelseite, auch wieder was zum Ausmalen. Und hier wieder das Ganze zum Aufklappen. Dann findet man ab und zu noch so ein bisschen Werbung. Und so geht das halt im ganzen Kalender weiter. Dann sind hier zum Beispiel, hier ist ein Rezept. Finde ich auch ganz nett. Und hier sind Postkarten zum Ausreißen. Kann man natürlich auch drin lassen, aber ich glaube, ich werde die dann rausmachen. Finde ich auch richtig hübsch. Ist wieder Werbung. Das sind immer so die Zwischenseiten. Ich überspringe jetzt so ein bisschen. Das dauert jetzt ja zu lange. Hier, das meinte ich, dass halt ab und zu in der Woche selbst halt auch so ein bisschen dekoriert ist mit so Rahmen und so, ja, so kleine Rahmen eben. Achso, und das habe ich ganz vergessen am Anfang zu erzählen. Man kann auch in der Woche immer noch hier unten
hat man so eine Spalte, ich glaube, für das Zitat der Woche oder so. Und hier kann man noch so sein Ziel der Woche aufschreiben. Muss man natürlich nicht, aber bietet der Kalender halt auch Platz für. Und dann also es ist echt hier im Sommer zum Beispiel mit so Melonen richtig hübsch. Und dann kommt irgendwann noch eine Stickerseite. Da sind so ein paar zu besonderen Anlässen. Alles Gute, ich liebe dich, Sommerurlaub, Vatertag und Muttertag. Kann man dann also an dem entsprechenden Tag auch super einkleben. Das mit Eis. Hier sind Briefumschläge zum Ausschneiden. Wobei das auf einer Seite, auf einer Wochenseite gedruckt ist. Also müsst ihr dann gucken, ob ihr das macht. Die Seite gefällt mir auch besonders gut. Hier sind wieder Postkarten. Eine Eule und ein Fuchs. Und die Seiten sind ziemlich dick. Also das hätte ich nicht gedacht. Also so in den anderen Videos kam es immer so rüber, als wären die ziemlich dünn. Aber ich bin echt ganz gut, also ganz positiv überrascht davon. Und jetzt müsste, hier ist noch ein Cupcake-Rezept. Ich suche aber noch eine bestimmte Seite. Hier, genau. Ganz hinten sind noch, also hier ist so ein, wie so ein Schlusswort, glaube ich. Ja, so eine Information über die Zeitschrift, wie oft die erscheint und so. Und hier ist noch so ein Stickerbogen. Mit so To-Do und so Kleinigkeiten. Hier ist die Rückseite nochmal mit so einem Gruß, alles Liebe und noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Und wieder eine Tasche. Und hinten sind Federn. Ja, also ich liebe diesen Kalender jetzt schon und freue mich sehr, ihn zu benutzen. Und ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen. Und wie gesagt, ihr könnt auch nochmal bei YouTube rumgucken. Da müsste es noch ausführlichere Videos geben. Ich glaube, sogar eine hat den komplett jede Seite gezeigt. Ja. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!